Heute mache ich mit euch Frühstückshörnchen mit einer leckeren Nuss-Nougat-Füllung. Und dafür brauchen wir 375 Gramm Mehl, ein Päckchen Trockenhefe, einen halben Teelöffel Salz, den Abrieb einer halben Bio-Zitrone. Ich habe leider keine Zitrone zu Hause, deshalb habe ich hier schon fertigen Abrieb einer Zitrone. Dann brauchen wir noch 50 Gramm Zucker, 75 Gramm weiche Butter, 175 Milliliter Milch, dann 12 Teelöffel Nuss-Nougat-Creme, ein Ei und für hinterher noch Zucker zum Bestreuen. Als erstes kommen jetzt alle trockenen Zutaten in die Schüssel. Das vermischen wir dann kurz. Jetzt die Milch dazu und die Butter und dann verrühren wir das zu einem glatten Teig. So, der Teig, der ist jetzt fertig und sollte jetzt eine Stunde an einem warmen Ort stehen. Damit der Teig schön aufgeht, stelle ich mir den Ofen immer auf 50 Grad und lege den Teig dann in eine Schüssel und die kommt dann in den Ofen und dann stelle ich den Ofen wieder aus und so kann der Teig dann eine Stunde schön gehen und natürlich mit einem Tuch abdecken. So, jetzt habt ihr eure Ausschnitte und jetzt gebt ihr auf jeden Ausschnitt einen Teelöffel mit eurer Nuss-Nougat-Creme. Nicht super perfekt sein. So ein bisschen verstreichen, dass sich die Schokolade dann schön auseinanderbreiten kann. Den Ofen könnt ihr schon mal auf 200 Grad Umluft vorheizen. Die Hörnchen, die müssen dann für 10 bis 15 Minuten gebacken werden. So, jetzt könnt ihr sie erstmal aufrollen. Jetzt geht das nämlich auch viel besser. Und setzt die dann auf ein Backblech. Ihr könnt die Förmchen dann so ein bisschen biegen. So, jetzt müssen wir noch unser Ei verquirlen und dann bestreichen wir die Hörnchen damit.
jetzt könnt ihr sie noch ein bisschen mit Zucker bestreuen. Dann karamellisiert das so ein bisschen. Und jetzt damit ab in den Ofen. Wenn euch mein Video gefallen hat, dann gebt mir doch bitte einen Daumen hoch. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Bis dahin sage ich Tschüss und bis dann.